Herzlich willkommen zum 58. Bonner Wirtschaftstalk. Wir sprechen sehr viel im Moment über Fachkräftemangel, wir sprechen über Homeoffice, Digitalisierung. Die Generation Z ist in aller Munde, die Boomer und ihre nahende Rente, die Vier-Tage-Woche New Work. Die Fragen, die wir heute und vor allem in Zukunft arbeiten wollen, werden und wie wir arbeiten werden, die beschäftigt uns natürlich alle sehr. Denn wir stehen vor einem neuen großen Umbruch, der am Ende dann auch noch das Thema sein soll. Und darum wird es heute insgesamt gehen. Future of Work, Arbeitsmodelle der Zukunft. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herzlich willkommen unserem Publikum hier im Kammermusiksaal des Beethovenhauses, hier mitten in Bonn. Ich freue mich über drei spannende Gäste heute Abend. Und ich beginne auf meiner Rechten und begrüße sehr herzlich eine Frau, die neu im Rheinland ist. Sie ist Niedersächsin. Ich habe gelesen, dass sie Motorradfahrerin ist. Sie besitzt einen Jagdschein und sie war 5 Jahre lang die starke Frau der Sparkasse. Das ist ein Zitat der Kollegen vom Hamburger Abendblatt in Harburg-Buxtehude und jetzt eben auch hier. Ich begrüße sehr herzlich Sonja Hausmann. Sie ist designierte Vorständin der Sparkasse Köln-Bonn und ihr Aufgabengebiet ist künftig das Privatkundengeschäft. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich habe auch gelesen, in Buxtehude waren Sie die erste Frau im Sparkassenvorstand. Stimmt. Und ich glaube, auch hier kann niemand behaupten, dass das bisher eine Domäne der Frauen war, diese Aufgabe. Insofern haben Sie ein großes Feld zu beackern. Und ich glaube, das wird Ihnen gelingen. Alle reden von Homeoffice. Was macht man aber, wenn man die 40 Tonnen schwere Maschine einfach nicht ins eigene Büro bekommt? Und dafür muss man eben sich andere Gedanken machen als eben in den Dienstleistungsbranchen. Die Idee, was New Work ist und was es in der Industrie bedeuten kann, da freue ich mich sehr, dass Tanja Nackmeier heute hier ist. Und sie ist seit 2012 bei Unternehmer NRW. Das ist die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände. Dieser Arbeitgeberverband oder dieser Verband der Verbände vertritt rund 80.000 Betriebe aus allen Branchen im Lande. Das ist von Handel, Banken, Chemie, Stahl, Bergbau, Textil, Maschinenbau, Holz. Also es ist im Grunde alles dabei, was Nordrhein-Westfalen so zu bieten hat. Sie ist stellvertretende Hauptgeschäftsführerin und ich begrüße Sie sehr herzlich hier. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Wenn wir alle einfach nur so zur Arbeit gehen, weiß der Mann neben mir schon sehr genau, warum wir das tun und wie wir das tun und warum wir das heute so tun und morgen vielleicht anders. Hier bei mir ist Dr. Ulf Rinne und er ist Head of Scientific Management des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit, ein Institut hier in Bonn, das direkt am Rhein sitzt und sich seit geraumer Zeit, das ist die Deutsche Poststiftung, die da dahinter ist, und sich eben mit den Fragen von Arbeitsmarkt, wie er sich entwickelt, beschäftigt. Politikberatung ist ein Feld, aber eben auch die Forschung, die Wissenschaft, rund um all die Fragen, die uns heute hier bewegen. Also Sie merken, wir haben ein breites Portfolio und wir gehen einfach mal mitten in die Praxis. Und Frau Hausmann, stimmt das eigentlich, dass die Sparkasse sich inzwischen bei den Arbeitnehmern bewerben muss? Ja, eindeutig ja. Also kurze Frage, kurze Antwort ja. Ich glaube aber, dass wir insgesamt auch gut beraten sind, das zu tun. Denn beide Seiten müssen sich füreinander entscheiden. Und es ist immer gut, wenn ich weiß, in welchem Unternehmen, in welcher Kultur ich arbeiten möchte. Und unsere Aufgabe in der Ausschreibung ist es einfach klarzumachen, wer wir sind und auch klarzumachen, welche Menschen, welche Talente zu uns passen. Aber haben Sie da nicht manchmal auch mit Forderungen zu tun, wo die älteren Kollegen sagen, das geht jetzt aber irgendwie ein bisschen zu weit. 4-Tage-Woche, davon 2 Tage mindestens auf Mallorca, ein Laptop und auch sonst irgendwie frei Kaffee, frei Essen. Ja. Und Google baute Duschen ein für seine Mitarbeiter. Genau, und Programmierer arbeiten im Bällebad, so wie man sich das halt vorstellt, wenn man bei der Sparkasse arbeitet. Genau das. Also die Gespräche sind schon anders geworden. Ne? Wenn man so vor 10, 15 Jahren Einstellungsgespräche geführt hat, dann ging es um das, was der Arbeitnehmer mitbringt und dann hat der Arbeitgeber den Daumen hoch oder den Daumen runter genommen. Und mittlerweile ist es deutlich anders geworden. Trotz alledem haben wir natürlich auch Anforderungen, die wir brauchen und wir haben auch Spielregeln, in denen einfach die 3.300 Menschen, die bei uns arbeiten, auch miteinander arbeiten können müssen. Also
es geht ja nicht nur die Forderungen zu erfüllen, sondern es gibt auch Spielregeln. Und wir als Sparkasse sind an Kunden natürlich gebunden. Wir sind ein Kundeninstitut, ein Dienstleister. Das hat was mit Präsenz zu tun, das hat was mit bestimmten Spielregeln am Kunden zu tun. Und da kann man viele Wünsche erfüllen. Machen wir auch immer gerne. Es gibt aber halt auch Dinge, die müssen im Team funktionieren und die müssen miteinander funktionieren, sodass die Wünsche teilweise auch Grenzen haben. Aber da, wo wir attraktiv sein können, sind wir das natürlich. Also, und es geht auch darum, bestimmte Fachkräfte zu gewinnen, die man sonst vielleicht nicht bekommen würde. Genau, junge Menschen zu finden, zu binden und eben ein Klima zu schaffen, in dem dann auch gerne für die gute Sache gemeinsam gearbeitet wird, in dem dann Bindung entsteht. So, und das gilt nicht nur für die jungen Leute, das gilt eben halt auch für die Älteren. Insofern sind wir nicht gut beraten, wenn wir nur auf die Forderungen der einen oder auf die Ablehnung der anderen reagieren, sondern wenn wir eine kluge Mischung finden. Es ist ja, wenn man so über New Work redet, das ist ja so ein Schlagwort, was im Moment ist, dann taucht immer automatisch die Kuschelecke im Büro auf oder der Tischkicker. Sie haben das Bällebad erwähnt. Ja. Sind das Dinge, ist das Shishi oder sind das Dinge, die in der realen, im realen Leben eine Rolle spielen? Also ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, über welche Arbeitsplätze man so spricht. Wir haben in unseren Filialen, haben wir Service, den wir leisten müssen und auch wollen. Wir haben Kundengespräche. Nichts spricht dagegen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeitenden wohlfühlen und gerne arbeiten. Da gehören auch Kaffeebars dazu, da gehören Rückzugsorte dazu, da gehört mal ein Raum der Stille dazu, wenn man einfach einen sehr stressigen Job hat, dass man sich mal wirklich in Ruhe zurückziehen kann, man einen kleinen Moment drüber nachdenken kann, was man da so gerade macht. Den Tischkicker habe ich persönlich jetzt noch nicht gesehen, erlebt, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Das Startup-Ambiente ist da, glaube ich, so ein bisschen, steht da so ein bisschen Pate. Aber wir reden ja bei der Bank über Dienstleistungsbranche. Interessant ist ja, dass es eben auch ganz andere Branchen gibt, die ja vor der gleichen Herausforderung stehen. Also wie gewinnen wir junge Arbeitskräfte, junge Talente eben auch, um Betriebe weiterzuentwickeln? Der Metallbereich hat im Moment gerade spannende Tarifverhandlungen, glaube ich, vor der Nase, wo es um 4-Tage-Woche geht, höheres Gehalt sowieso. Ist das eigentlich ein Trend oder ist das durchsetzbar oder ist das sinnvoll, solche Entwicklungen, also 32 Stunden nur noch arbeiten, oder geht das in die falsche Richtung, gerade für Industriebetriebe? Also Sie haben ja angesprochen, es gibt ganz, ganz viele Branchen, es gibt ganz viele Branchen, es gibt in den Branchen ganz viele unterschiedliche Arbeitsplätze und es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die diese Arbeitsplätze besetzen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass es eigentlich kaum eine Lösung für alle gibt. Also ein Modell, was allen passt, sei es auf betrieblicher Seite, sei es bei den Arbeitnehmern. Wir brauchen sicherlich mehr Flexibilität, dass es eben zu beiden Anforderungen passt. Und da gehört zum Beispiel so ein Thema dazu, Arbeitszeitgesetz, dass da die Spielräume größer werden, Arbeit anders einzuteilen, Arbeitszeit. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Also kein One-Size-Fits-All-Ansatz. Aber hat ein produzierender Betrieb, wo es um Maschinenlaufzeiten geht, wo es um Schichten unter Umständen geht, eigentlich die gleichen Möglichkeiten, auf die Wünsche von Arbeitnehmern, künftigen Arbeitnehmern einzugehen, wie die Dienstleistungsbereiche? Sie haben es ja auch gerade gesagt, es ist schwierig, den 40-Tonner mit nach Hause, also nach Hause kann man vielleicht noch nehmen, aber nicht die Dienstleistung damit erbringen zu Hause, die er braucht, aber ja, natürlich gibt es Unterschiede und ich glaube, wir müssen da auch bei der Diskussion aufpassen, dass wir nicht den Eindruck vermitteln, da gibt es einen Teil, der macht Vocation auf Bali und was weiß ich und der andere hat nichts. Also da muss man schon ein bisschen gucken. Aber auch natürlich im Produktionsbereich gibt es Möglichkeiten, Schichtmodelle unterschiedlich zu gestalten, auch Teilzeit zu ermöglichen. Also da gibt es auch andere, auch Ansätze, aber das sind halt vielleicht andere als im Büro. Und das muss man eben berücksichtigen, wenn man über Modelle nachdenkt. Mhm. Herr Rinne, was spielt denn, wenn man das quasi aus der Vogelperspektive sich mal anguckt, für eine Rolle, was wollen junge Arbeitnehmer von Betrieben? Ist das die Vereinbarkeit von Freizeit und Beruf? So wird es ja polemisch immer so ein bisschen, also Work-Life-Balance ist das große Stichwort, unter dem das ja auch diskutiert wird. Welche Rolle spielt Familie? Welche Rolle spielen diese Dinge? Was beobachten Sie da?
Also wir beobachten schon einen langfristigen Wertewandel tatsächlich und dass junge Menschen mit bestimmten Erwartungen, mit Wünschen, mit Vorstellungen in den Arbeitsmarkt eintreten. Das war in früheren Generationen aber auch der Fall. Heute ist es tatsächlich so, dass die Demografie den jungen Menschen einfach in die Karten spielt. Sie sind in einer starken Verhandlungsposition und können viel von den Wünschen, Vorstellungen, Erwartungen dann auch in Verhandlungen umsetzen und treten selbstbewusst auf, weil sowas spricht sich auch schnell herum unter jungen Menschen. Und da sind Arbeitgeber gefordert und ich höre das sehr gerne, dass man sozusagen sportlich diesen Wettbewerb dann auch annimmt. Es wird ja gerne so unter dem Stichwort diskutiert, dass die, ja, wie soll man sagen, leistungsavers sind, also nicht unbedingt leistungsorientiert, dass sie andersrum aber sehr anspruchsvoll sind, also viele Dinge haben, die ältere Arbeitnehmer als Privilegien bewerten würden. Ist das eigentlich ein zutreffendes Bild oder ist das eine Generalisierung, die in die falsche Richtung geht? Aus meiner Sicht ist das eine Generalisierung, die in die falsche Richtung zielt. Also es gibt soziologische Studien, die über längere Zeit tatsächlich Jugendliche immer wieder befragen und dann andere Jugendliche in anderen Generationen und da zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen den Generationen tatsächlich viel kleiner sind als innerhalb der Generation. Also wir haben es immer noch mit sehr heterogenen Generationen zu tun. Ein neuerer Befund ist tatsächlich, dass die Unsicherheit zugenommen hat, mit der junge Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten. Und da zählen natürlich auch mediale Botschaften wie die Arbeit verschwindet, die Arbeit geht uns aus. Als das spielt eine Rolle, wenn es darum geht, am Anfang einer Karriere eine Berufswahl zum Beispiel zu treffen, in einer immer komplexer werdenden Ausbildungswelt, da sind viele Jugendliche tatsächlich auch verunsichert. Aber dahinter steckt doch auch das Bild, dass die jungen Leute eine Perspektive wollen, also dass sie eine langfristige Perspektive suchen und sich daran orientieren wollen. Genau, es wird viel also über... Also eigentlich traditionell doch. Genau, es wird viel über Purpose, über sinnstiftende Arbeit gesprochen. Sicherlich spielt das auch eine Rolle bei jungen Menschen, auch eine zunehmende Rolle, aber gleichzeitig ist auch das Bedürfnis nach Sicherheit spürbar. Das ist tatsächlich auch ein traditioneller Wert, der sich in vielen dieser Studien dann auch zeigt. Machen wir vielleicht mal mit diesem Begriff weiter, der Sinn. Also es wird auch dieser jungen Generation zugeschrieben, dass sie in Arbeitsplätzen, in ihrem Job, in ihrem Leben eben einen Sinn haben wollen. Nun ist eine Bank ein traditionsreiches Unternehmen, das eben auch traditionsreich seine Produkte hat. Wie stellt sich denn ein Unternehmen mit so einer langen Geschichte, mit so einer festen Kundenstruktur auch auf diese Wünsche ein, auf Sinnstiftung? Wo sind da die Möglichkeiten? Also ich glaube, wir als Sparkasse haben das gar nicht so schwer. Wir haben das sogar ganz leicht, weil wir ja zu einem extra Zweck und mit einem Purpose gegründet worden sind. Wir sind ja gegründet worden vor bummelig 200 Jahren, um den Sparsinn zu fördern, um für die Region da zu sein. Wir sind gemeinwohlorientiert, wir sind aber auch ganz hart im Wettbewerb. Wir haben einen öffentlichen Auftrag, wir sind vor Ort, wir sorgen dafür, dass die Bevölkerung und auch die mittelständischen Unternehmen dementsprechend mit allen Leistungen rund um das Thema Finanzen versorgt werden. Und die Erfahrung eigentlich ist, ich habe jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche mit unseren neuen Auszubildenden gesprochen, habe mal gefragt, warum seid ihr eigentlich bei uns? Und ich war wirklich überrascht und total begeistert, dass die jungen Leute genau wussten, warum. Und auch sich sehr klar positioniert haben, gesagt haben, Mensch, wir suchen etwas, in dem das, was wir hier so machen, auf der einen Seite ein bisschen kribbelt, wenn es um Leistung geht, aber gleichzeitig eine gute Idee ist, etwas zurückzugeben und sozial zu sein und hier in der Gesellschaft auch wirklich was Gutes zu machen. Also nicht jetzt im übertriebenen Sinne für die Gewinnmaximierung irgendwo von Aktionären zu sorgen, sondern tatsächlich etwas zurückzugeben. Insofern haben wir es in den Sparkassen relativ leicht. Wir sind ja mit unserem Rot quasi in der Wolle gefärbt. Trotzdem muss man das erklären. Also auch, und das nicht nur den jungen Menschen, auch immer wieder den Älteren, den Erfahrenen. Und darüber sprechen, wer sind wir denn? Weil das schafft Haltung, das schafft eine Einstellung, das schafft auch ein eigenes Wertempfinden für das, was man jeden Tag macht, wofür man morgens aufsteht und dann zur Arbeit geht. Also insofern sich die Gedanken zu machen, mit den Menschen darüber zu sprechen und zu arbeiten und wirklich diese Frage mal zu stellen, schafft automatisch erstens Haltung und Positionierung und zweitens Kultur. Das ist so der zweite Schritt, den man damit automatisch erreicht. Man sagt ja, dass gerade Jüngere auch großen Wert darauf legen, soziales Engagement, also genau. Engagement in sozialen Fragen, Klimaschutz, großes Nachhaltigkeit Thema. Ist ein großes Nachhaltigkeit Thema. Ist ein großes ja. Thema. Das sind auch Dinge, auf die Sie stoßen bei Ihren Absolut. Jüngeren Kollegen. Absolut. Das sind Themen, die gefordert werden. Es wurde sogar explizit in diesem Gespräch
als Grund für die Wahl des Arbeitsplatzes genannt. Das ist natürlich ein Thema für uns als Sparkasse. Wir können und wir wollen nicht ausschließlich grün sein. Das können wir gar nicht. Wenn wir verantwortlich sind für den Standort, für die Region, dann geht es darum, Unternehmen und Menschen auf diesem guten Weg zu begleiten. Und dann ist nicht jede Finanzierung nur absolut grün, sondern sie bringt unsere Kunden und die Menschen hier auf dem Weg dahin und entwickelt uns gemeinsam an dieser Stelle. Und hier Wege zu finden, hier tatsächlich auch gestalten zu können, ist ein zweites, aus meiner Erfahrung, ein zweiter ganz großer Baustein in der Frage, was kitzelt diese jungen Menschen? Und da nicht nur die Jungen, auch die Älteren suchen das an jeder Stelle. Es du hast ja einen Immobilienkredit, Und welche Chance steckt da drin? Also wir haben ja persönlich und privat jetzt gerade erst Immobilie hier im Rheinland gesucht und haben uns auch damit beschäftigt, was wir hier an Immobilien haben. Und das Potpourri ist breit, von sehr alt, sehr mit einem Stau in energetischen Sanierungen bis hin zu sehr neu, sehr modern, sehr state of the art, was Heizung und solche Themen angeht. Da steckt eine ganze Menge drin. Und für mich ist nicht nur wichtig der absolute Status, sondern wirklich die Frage, wie kommen wir da hin? Denn nicht jeder Häuslebauer, nicht jeder Eigentümer hat die Möglichkeit, jetzt mal eben auf seinen Schlag sein 1965 gebautes Eigenheim auf den neuesten Stand zu bringen, da eine Wärmepumpe reinzubauen, alles zu dämmen und dann mal eben kurz diese Investition zu stemmen. So darf mit Beratung da zu sein und wirklich mit dem gemeinsamen, wie schaffen wir das denn jetzt? Das ist eigentlich ein wunderbarer Sinn in dem, was man jeden Tag macht, wenn man sich um Finanzen kümmert an dieser Stelle. Diese Transformation betrifft alle anderen Branchen, alle anderen Bereiche auch. Wie können produzierende Betriebe, da sind ja eine ganze Menge auch dabei, die sich mit traditionellen Produkten, mit Chemie, mit Stahl, mit hohem Energieverbrauch zum Teil beschäftigen, spüren die, dass jüngere Menschen nach einem Ziel suchen, was mit diesen Zielen nicht unbedingt mehr vereinbar ist oder mit diesen Unternehmensprodukten nicht mehr vereinbar ist, oder ist das noch gar kein Thema? Ich glaube, die Unternehmen spüren schon, dass es für die jungen Menschen ein Thema ist. Und dann ist es ja eigentlich gerade die Aufgabe, aufzuzeigen, wie man das Thema mit den Unternehmen verbinden kann, auch mit der Tätigkeit bei den Unternehmen. Weil gerade Transformation, glaube ich, ist ein gutes Beispiel. Wir machen uns ja große Sorgen, dass wir gerade in den gewerblich-technischen Berufen, also auch den MINT-Berufen, zu wenig junge Menschen haben. Und das ist ja eigentlich genau der Ansatz zu sagen, sag jetzt mal, wenn du das Klima schützen möchtest, mach eigentlich eine MINT-Ausbildung, geh in den gewerblich-technischen Bereich, weil dann arbeitest du ja genau an den Themen, sprich installierst eine Solaranlage oder das Windrad und so weiter. Und das, glaube ich, muss man den jungen Menschen noch mehr vermitteln, dass das eigentlich genau die Themen sind, die ihnen ja wohl sehr am Herzen liegen und dann auch nutzen, dass die Unternehmen, die daran ja auch arbeiten, wir brauchen ja die Innovation, um die Transformation, den Klimaschutz zu bewältigen. Und dass die dann auch die Nachwuchskräfte haben. Ist diese Bereitschaft in den meisten Unternehmen da, also sich zu öffnen auch für diese neuen Dinge? Denn das ist ja jetzt eine Entwicklung, die zum Teil ganz rapide, ganz schnell geht. Die Autoindustrie ist ein gutes Beispiel, wo wir hier in der Region ja auch beobachten, wie schwierig das für viele Unternehmen ist, sich dann auch im Tempo weiterzuentwickeln. Aber ist das angekommen? Es ist angekommen, es muss ja auch ankommen. Und die Firmen sind ja, Sie sagten ja auch, viele traditionelle Firmen, die haben ja schon den ein oder anderen Wandel mitgemacht. Das ist ja in der DNA verwurzelt, sich neuen Herausforderungen zu stellen, innovativ zu sein, weiterzudenken, zukunftsorientiert sich aufzustellen. Das machen die. Sie brauchen natürlich die guten Rahmenbedingungen dafür. Und wenn Planungs- und Genehmigungsverfahren lange dauern, die Energiepreise hoch sind, dann ist das halt schwierig. Aber der Wille ist auf jeden Fall da. Diese Debatten, die wir im Moment führen, hat das Auswirkungen auf das Interesse von jungen Leuten an diesen Branchen? Also gehen die kritischer daran? Sagen die, das ist vielleicht eine Branche, sagen wir mal Auto, Verbrenner, Motoren, die mich vielleicht interessiert, aber wo ich sage, gibt es die in 10 Jahren überhaupt noch? Also ich glaube, was Herr Dr. Rinne schon angesprochen hat, die Generation ist ja eben auch nicht eine Generation, die homogen ist. Da gibt es ja auch viele unterschiedliche Untergruppen, die dann auch unterschiedliche Interessen haben. Deshalb, glaube ich, kann man das auch nicht so über einen Kamm scheren. Aber wie gesagt, ich glaube, die Chance zu nutzen, sichtbar zu machen, die Themen, die die jungen Menschen oder einen großen Teil da interessieren, das als Chance zu verstehen, auch den Nachwuchs zu gewinnen, sichtbar machen. Wir arbeiten genau daran. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig und eine Chance. Ja,
Herr Renner, wie beobachten Sie das? Ist das Interesse an diesen, oder verschieben sich da Interessen? Also Dienstleistung hat ja immer so den Vorteil von, da kann man Homeoffice machen, da kann man vielleicht auch Familie und theoretisch, also im Detail können wir da gleich nochmal gerne drüber sprechen, aber da kann man vielleicht auch Familie und Arbeit ganz gut miteinander oder besser verbinden, als wenn man wenn ich eben regelmäßig in eine Produktionshalle muss, wo ich eben meine Arbeit machen muss, wo Maschinen eben auch stärker bestimmen. Verschiebt sich da was oder ist das gar nicht zu beobachten? Ich glaube, grundsätzlich ist vor allem zu beobachten, dass das Interesse nach räumlicher und zeitlicher Flexibilität schon grundsätzlich steigt. Das ist eben nicht in allen Berufen tatsächlich erfüllbar. Aber es zählt mehr und mehr eben das Gesamtpaket. Also man kann natürlich, ist räumliche und zeitliche Flexibilität nur ein Aspekt. Es geht um Motivation, es geht um Unternehmenskultur, es geht aber auch um monetäre Aspekte. Das heißt, Handwerk hat goldenen Boden. Ich glaube, im Handwerk kann man auch ganz gut verdienen. Und das wird auch viel zu selten kommuniziert. Dass handwerkliche Berufe haben aus meiner Sicht ein viel zu schlechtes Image und tatsächlich auch ein Imageproblem. Daran wird gearbeitet. Das Image sollte sich aber verbessern, denn wir brauchen eben viele Menschen, die die Wärmepumpen auch installieren können und die energetischen Ziele dann auch mit Hand umsetzen und handwerklich umsetzen. Und gerade die OECD hat, ich glaube, gestern darauf hingewiesen, dass wir eine Bildungspolarisierung in Deutschland erleben, dass also immer mehr Menschen eine universitäre Fachhochschulausbildung absolvieren, gleichzeitig immer mehr Menschen tatsächlich ohne beruflichen Abschluss dastehen und es aber Probleme gibt im mittleren Qualifikationssegment in handwerklichen Berufen. Und die duale Ausbildung ist eine Stärke Deutschlands und auf die Karte sollten wir in Zukunft weiterhin setzen und hoffentlich noch in viel stärkerem Maße. Passiert da politisch genug? Haben Sie politisch genug Unterstützung für diese Stärken, die wir haben? Werden die ausreichend gepflegt? Das Thema Fachkräftemangel oder auch die Sicherung ist ja ganz oben schon durchaus auf der Agenda der Politischen. Wir haben ja auf Bundesebene ist eine Fachkräfteoffensive beschlossen worden, auch hier im Land NRW. Also die Themen sind auf der Agenda. Natürlich kommt es auf die Umsetzung an, wie in vielen anderen Politikbereichen auch. Da muss einiges getan werden. Da können wir als Wirtschaft natürlich auch viel tun, tun das ja auch mit Kampagnen, um deutlich zu machen, welche Perspektiven es in den verschiedenen Branchen und Berufsfeldern gibt. Aber Politik kann auch mehr tun. Wenn ich jetzt an die duale Ausbildung denke, zum Beispiel beim Thema Berufsschulen, die nicht immer ganz modern sind und die natürlich auch dazu beitragen, dass so ein Qualifizierungsweg attraktiv ist. Wenn da eine moderne Berufsschule steht, ist das sicherlich auch attraktiver. Und da kann man auch noch einige andere Dinge machen. Azubi-Wohnen zum Beispiel. Nicht immer ist der Ausbildungsplatz da, wo man wohnt. Also da gibt es einige Ansätze. Aber da arbeiten wir auch mit der Politik eng zusammen. Wie nehmen Sie so die öffentliche Debatte wahr? Die ist ja sehr stark fokussiert auf in den letzten Jahren auch Abitur zu machen, zu studieren. Wir haben sehr viel geredet über den Mangel auch in Studienberufen, also in akademischen Berufen. Ist da genügend Aufmerksamkeit auf diesen Thema? Denn die produzierende Wirtschaft ist ja das wesentliche Standbein unseres Wohlstands, muss man am Ende sagen. Also ich finde schon, dass sich die Wahrnehmung in den letzten Jahren verändert hat. Auch das Thema Ausbildung viel mehr in den Medien auch eine Rolle spielt, dass da aufgezeigt wird, wie attraktiv, wie modern das ist und welche Perspektiven damit verbunden sind. Ich finde es auch wichtig, dass wir nicht beide Wege gegeneinander ausspielen. Wir brauchen ja auch im akademischen Bereich durchaus gewisse Fachkräfte mehr. Und wichtig finde ich, dass die jungen Menschen sich fundiert entscheiden für einen Weg und nicht, weil sie denken, vermeintlich ist das Studium per se besser, sondern wirklich gucken, was passt zu meinen Interessen, zu meinen Stärken, was sind auch die Perspektiven in den verschiedenen Bereichen und sich dann dafür entscheiden. Und dass die duale Ausbildung mehr Aufmerksamkeit bekommen muss, ja, aber wie gesagt, jetzt auch keinen Gegensatz zwischen den beiden Bildungswegen aufmachen. Mhm. Ich würde noch mal einen Aspekt aufgreifen, den Frau Hausmann eben so ein bisschen gestreift hat, aber der, glaube ich, Herr Rinner hat das auch schon aufgegriffen, das Thema Kultur. Nun hat man diese jungen Leute da und die sind auch ganz motiviert und sie wollen was erreichen, sie wollen mitgestalten, mitbestimmen. Und nun hat man da diese ganzen Babyboomer sitzen. Ich gehöre selber dazu, also ich weiß, wovon ich rede. Wie schafft man denn, dass man die Jungen in
diesen Betrieb integriert und eben auch so integriert, dass sie sich wohlfühlen, dass sie was gestalten können? Also es gibt immer ganz, ganz tolle Teams, die kreativ sind, wo eins und eins auch deutlich mehr ist als zwei. Und das sind immer die, die wegen dieser Diversität an die Dinge rangehen und nicht trotz. Und das ist ja allgemein das Thema Diversität, was Sie hier ansprechen, was Teams auch in komplexen Situationen erfolgreicher macht. Und immer dann, wenn alt neugierig auf jung ist und Frau neugierig auf Mann und andersrum, dann entstehen da tolle Lösungen für bestimmte Herausforderungen, bestimmte Aufgabenfelder, die uns allen gemeinsam eigentlich ja, auf dem Weg begegnen, wenn wir diese Aufgaben stellen und wenn wir einfach mal danach fragen. Ist denn da die Offenheit da bei den etablierten Kollegen, nennen wir sie mal so? Denn die traditionelle Sichtweise ist doch eher so, die sollen sich jetzt erstmal ein bisschen hocharbeiten und Lehrjahre sind keine Herrenjahre, diese ganzen nahrhaften Sprüche kennen wir ja. Frau Hoffmann, stimmt mir zu. Aber funktioniert das noch oder ändert sich da was? Das funktioniert, wenn in dem Unternehmen oder wenn bei in dieser Gesellschaft, ein Unternehmen ist ja eine kleine Gesellschaft, wenn genau diese Kultur eben vorherrscht, wenn in einem Team diese Themen besprochen werden, wenn die Frage nicht ist, geht das, sondern wie kommen wir dahin, wenn nicht die Frage ist, dürfen wir das, sondern wie wäre es richtig gut, was ist der nächste Schritt, was können wir gemeinsam tun, was können wir bewegen. Und die Erfahrung ist wirklich, gerade in diesen gemischten Teams, wenn die Frage auf dem Tisch liegt und mitgearbeitet werden kann, an diesem Thema, dann kommen da tolle Lösungen bei raus. Und dann ist es auch eigentlich egal, wie alt oder wie jung die Mitarbeitenden sind, immer dann, wenn eine eigene Lösung entsteht auf Augenhöhe, möglichst hierarchiefrei, die dann auch fliegt und die funktioniert in einem angstfreien Umfeld, in dem man mal einen Fehler machen darf, mal was ausprobieren darf, Feedback bekommt und geben darf, dann ist es völlig egal, wie alt die Struktur ist, dann ist die Struktur so alt wie die Kultur im Grunde genommen. Das heißt, wenn jemand sagt, das haben wir aber immer so gemacht in einem Meeting, der kriegt dann Widerspruch von dem, der das Meeting leitet. Oder wie funktioniert das? Weil das sind ja sehr etablierte, alte Haltungen, die da auch aufzubrechen sind, dann, um das zum Erfolg zu führen. Also ich kann das so ein bisschen aus eigenem Umgang mit diesen, das haben wir immer schon so gemacht, berichten. Ich sage dann immer, okay, und was machen wir jetzt? Was ist jetzt der nächste Schritt? Weil erstmal ist es ja nur eine Information, das haben wir immer schon so gemacht. Das sagt mir erstmal nur, wie eingetreten dieser Pfad ist und wie herausfordernd, wie anstrengend es wird, diese Trampelpfade dann zu umgehen und neben dieser Autobahn einen neuen Weg zu gehen. Wenn die Bereitschaft aber da ist, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, dann weigere ich persönlich mich immer, mich das als Widerstand zu begreifen. So, ich nehme es erstmal nur als Information, sage, okay, vielen Dank und was machen wir denn jetzt? Und so möchte ich eben Kultur auch verstanden wissen, so möchte ich Entwicklung verstanden wissen. Es geht nicht darum, dass das Alte schlecht war. Das Alte hat uns in eine Situation gebracht mit einem Nährboden, mit einem Erfolg, der es ermöglicht, sich weiterzuentwickeln. Das ist erstmal toll. Dass wir es immer so gemacht haben, ist erstmal toll. So und jetzt und dann? Und das ist eigentlich eine Art an Themen ranzugehen, die völlig unabhängig von Farbe, Größe, Strickmuster immer zum Erfolg führt. Herr Rede, gibt es da so Muster sozusagen? Wie müssen so diverse Teams aussehen, die erfolgreich sind? Oder ist das schwierig zu beantworten? Ja, es ist grundsätzlich schwierig zu beantworten, weil natürlich diverse Teams, das ist sozusagen die positive Erzählung, aber natürlich das Konfliktpotenzial ist da. Also das sind Herausforderungen fürs betriebliche Personalmanagement, die einfach entstehen und bewältigt werden müssen. Aber zum Beispiel weibliche Führung, das zeigen Studien, ist eher vorteilhaft, weil es natürlich auch andere Impulse setzt, gerade wenn man über Teamstrukturen und in Teams arbeitet, ist weibliche Führung sehr vorteilhaft, weil das natürlich eine andere Hierarchie und andere Zusammenarbeit und eine andere Form der Zusammenarbeit dann hat. Und da zeigen Studien tatsächlich, weibliche Führung ist gut. Ist das eine Beobachtung, die aus der Produktion, aus anderen Branchen genauso ist, dass man sagt, wir kommen eigentlich gut damit zurecht, dass Teams sich ändern und dass da mehr Bewegung und mehr Abwechslung auch drin ist? Ich glaube, verschiedene Erfahrungen, verschiedene Sichtweisen, das bringt auf jeden Fall weiter.
es darf halt nicht zu pauschal gesehen werden, dass jetzt die Alten per se am Alten festhängen, die Jungen das Dynamische sind. Ich glaube, wir hatten ja vorhin schon, dass man nicht alle in einen Topf werfen kann. Ich glaube, man darf halt nicht denken, das ist jetzt irgendwie ein Selbstzweck. Auch für die Akzeptanz, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig aufzuzeigen, dass beide Seiten oder alle Seiten was einbringen können, dass nicht, wie gesagt, das Alte schlecht ist, das Junge gut. Die Älteren haben das Erfahrungswissen, was super ist. Die Jungen haben vielleicht zum Beispiel beim Thema Digitalisierung die Nase vorn. Und das ergänzt sich ja gut. Und ich glaube, es ist wichtig, eben deutlich zu machen, nicht eins ist schlecht, sondern beide zusammen werden, was Sie ja auch gesagt haben, aus eins und eins wird drei. Oder darf jetzt kein Mathematiker hören, aber... Aber diese Situation, dass die Jungen etwas können, was die Alten nicht gut können und die Alten etwas können, was die Jungen nicht gut können, ist ja nicht per se friedlich, sondern das kann ja auch zu Spannungen führen. Wie erleben Sie das? Also ist das ein Feld, wo man mehr ausgleichen muss oder befruchtet sich das eher? Das könnte ich sagen, durch Reibung entsteht Energie und das ist ja eigentlich auch nicht ganz verkehrt, wenn man Energie hat. Also ich glaube, das ist ja dann auch Aufgabe von Führung, das zu moderieren, wie gesagt, auch die Seiten zusammenzubringen, die Perspektiven aufzumachen, was man voneinander hat. Das ist eben wichtig und dann kann auch was Positives entstehen. Ja, ist das bei Ihnen genauso zu beobachten, oder? Ja, also der Rolle von Führung kommt eine ganz wesentliche Bedeutung zu. Die Frage, was bin ich als Führungskraft, ist auch eine, die immer wieder beschäftigen muss, ne? Also ich bin nicht Führungskraft, weil ich am besten bestimmen kann und alles am besten weiß. Ich habe halt die Aufgabe, Teams zu moderieren, Talente zusammenzubringen, zu entwickeln, den Sinn und Zweck klar zu machen, ein Team gemeinsam auf einer Linie zu begleiten, besser zu machen. Und das ist wirklich harte Arbeit. Das ist eine wirklich dienende Aufgabe, die was mit entscheiden können, was mit klar sein können, was mit Orientierung geben und entwickeln, auch üben, trainieren, solche Themen, das sind alles Facetten, die die Führungskräfte von heute brauchen. Neumodisch sagt man immer Leadership. Ja? Nur man muss halt genau wissen, was heißt denn das? Und wichtig aus meiner Sicht immer ist das Talent an der Stelle. Das kann nicht aus dem Kopf kommen, das muss zu großen Teilen auch aus dem Bauch kommen. Also wirklich aus der Frage, wie können wir hier Interessen in eine Richtung bringen? Aber funktionieren denn diese also gerade Banken waren immer so das haben immer so das Bild von klaren Hierarchien, also von oben nach unten. Was heißt denn das für die Chefs, wenn sie plötzlich sagen, jetzt müssen wir mal ein bisschen an der Kultur arbeiten, sagen die Hurra und da warte ich schon lange drauf, dass ich mal Dinge laufen lasse, die ich sonst vielleicht stark gesteuert habe, oder wird das akzeptiert? Das wird akzeptiert, das wird sogar als unbedingt notwendig empfunden. Wenn wir eine Organisation sein wollen, die das Schicksal selbst in der Hand hat, dann reicht es nicht, dass wir jetzt in unserem Falle Sparkasse Köln-Bonn 5 Leute sagen, da geht's lang und 3.300 sagen, okay, dann in diese Richtung. Dafür ist die Welt zu komplex und dafür sind auch die Veränderungen der Rahmenbedingungen viel zu komplex. Und wenn ich dann weiß und für mich verinnerlicht habe, dass es mir gelingen muss, meine Mitarbeitenden, die Menschen, die mich umgeben, anzuzünden, anzustecken. Nur wer selbst brennt, kann andere anzünden. Das ist ja so eine alte Binsenweisheit sozusagen. Dann weiß ich, dass ich anders vorgehen muss. Und das geht eben nicht mit Ansage und Befehl oder Anordnung, Appell, sondern das geht eher mit, pass auf, da ist das Ziel, wie kommen wir dahin, lass uns das gemeinsam machen. Und Hierarchie kann unterstützen, kann fördern, kann fordern, ist aus meiner Sicht in vielen Strukturen absolut notwendig. Bei manchen Aufgaben ist sie absolut hinderlich. Also aus unserem Unternehmen betrachtet, wenn es darum geht, morgens um 8 aufzumachen und abends um 17 Uhr wieder zuzumachen, dann hilft schon mal die klare Aussage, um 8 seid ihr bitte hier und macht Folgendes. Na klar. Es gibt aber andere Aufgaben, die heißen, wir müssen uns an die Zukunft anpassen, wir müssen das Thema Digitalisierung, wie wollen wir das denn machen? Dann ist Hierarchie nicht hilfreich in der Erarbeitung. Dann muss ich eher auf agile Mindsets und auf agiles Arbeiten zurückgreifen, muss da mal eine Reise machen, muss da mal vom Kunden denken. Das geht nur, wenn Gedanken fliegen, ohne mir zu überlegen, darf ich was sagen oder halt auch nicht. Also ganz unterschiedlich, buntes Feld. Das ist, glaube ich, schon ein ganz schöner Kulturwandel für, absolut. Für die Banken. Also für andere Betriebe gilt das sicher ganz genauso, also der Wandel, der da eintritt. Absolut. Und es hilft immer, das zu wollen. Also... Herr Rinne, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, die gemischte Teams, da sind wir jetzt stecken geblieben bei dem Thema Männer, Frauen. Technische Berufe sind traditionell eher Berufe, wo die Männer die Überhand hatten, die Oberhand, also die Mehrzahl hatten in den Produktionsberufen. Wird da eigentlich genug getan, dass eben, also A, profitieren auch diese Teams von
mehr Frauen in diesen Bereichen? Und wird da eigentlich genug getan, dass sich auch Frauen für Berufe interessieren, die bisher vielleicht eher nicht im Fokus standen? Ja, also es gibt ja diverse Initiativen, Girls Day und so weiter und auch viele Mentoring-Programme zum Beispiel, also Vorbilder, die diese Berufe ausführen. Das zeigt sich aus wissenschaftlicher Sicht auch, das hilft schon, hilft ungemein. Aber wir sind natürlich starten auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Das heißt, es ist auch ein langer Weg, für mehr Weiblichkeit in diesen Berufen sozusagen zu sorgen. Das dauert und es ist eben auch die Frage, inwieweit sozusagen man, die jungen Menschen entscheiden sich ja freiwillig für diese Berufe sozusagen an den Präferenzen, aber ist es aus wissenschaftlicher Sicht immer schwierig, diese Frage zu stellen, sollte man diese Präferenzen tatsächlich ändern? Mhm. Was wir aber sehen, was einfach hilft, ist, dass Menschen in diesen Berufen unterschiedlichen Geschlechts arbeiten und mit unterschiedlichen Hintergründen und diese Vorbilder haben dann eben multiplikatoren Effekte auf andere junge Menschen. Also wichtig ist, dass es funktioniert, dass diese Teams eben erfolgreich attraktiv sind. Und da hilft eben auch eine sehr offene Unternehmenskultur, dass eben Menschen mit einem anderen Hintergrund sich auch dann wohlfühlen und das dann auch ausstrahlen und weitergeben an. Ja. Die Mädchen? Genau. Genau. Ja, also Sie haben es ja gerade gesagt, Herr Dr. Rinne, es gibt viele Initiativen. Trotzdem könnten es noch mehr Mädchen werden in gewerblich-technischen oder MINT-Berufen oder junge Frauen. Und das treibt uns natürlich auch um. Woran liegt es? Das ist natürlich ein gesellschaftliches Bild. Vielleicht nur ein Beispiel. Ich weiß von Unternehmen, die sagen, wir hatten da ein Mädchen oder eine junge Dame, die quasi den Ausbildungsvertrag unterschreiben sollte, aber die war noch nicht volljährig, da mussten die Eltern mit unterschreiben und die Eltern haben gesagt, nein, was gewerblich-technisches ist nichts für dich. Und das ist natürlich traurig, also es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ich glaube auch, in den Schulen können wir noch mehr machen, also Berufsorientierung früher starten, nicht wenn vielleicht schon so große Wege, große Linien irgendwie in den Blick genommen wurden, sondern früher, dass man wirklich früh erkennt, welche Möglichkeiten gibt's, noch mehr deutlich machen, dass auch gewerblich-technische Sachen auch mit Kreativität verbunden sind und nicht so dem Bild entsprechen, was manche vielleicht noch haben. Und das, glaube ich, gelingt auch, indem man den MINT-Unterricht zum Beispiel an Schulen anschaulicher macht. Wenn man sieht, wofür mache ich das, dann sind wir ja wieder beim Purpose, dann macht es doch auch Lust darauf, sowas zu machen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Nun sind ja so Männergesellschaften in Betrieben immer so ein Fall für sich. Tun die Betriebe selbst genug, um attraktiv zu sein, auch für junge Frauen? Muss ich da noch mehr bewegen oder muss ich da was bewegen? Die Initiativen werden ja getragen von Unternehmen bzw. Unternehmensvertretungen und die Unternehmen haben Interesse daran, dass junge Frauen auch in den Berufen in die Berufe einsteigen, aus den Gründen, die wir vorher schon gesagt haben, dass durchaus dann vielleicht auch mal eine weibliche Perspektive bei einem technischen Innovationsprozess reinkommt. Das ist denen ganz, ganz wichtig und viele finden es weiterhin sehr schade, dass sich so wenig junge Frauen auf technische Berufe bewerben und tun auch viel dafür. Also es ist eine Offenheit da und auch der Wunsch, das eben zu verändern, diese Situation dann zu verändern. Ich würde nochmal den Fokus auf eine ganz andere Blickrichtung setzen. Wir haben jetzt über die Jungen geredet. Die sind knapp, wie wir alle wissen. Also der Wettbewerb ist eben relativ groß. Kann es sein, dass wir in Zukunft eigentlich eher uns darüber Gedanken machen müssen, wie man denn die älteren Arbeitnehmer länger in der Arbeit hält? Also dass das eine Zielgruppe ist, die wir im Moment als angehende Rentner sehen, aber die vielleicht ganz anders anzusprechen wäre? Ich glaube, wir müssen uns über alles Gedanken machen tatsächlich, sowohl über die jungen Menschen als auch über die älteren Menschen auf dem Arbeitsmarkt, weil wir da tatsächlich von der Situation stehen. Wir spüren aktuell Personalengpässe, aber aktuell haben wir eben auch eine Rekordbeschäftigung in Deutschland. Also im Moment haben wir es eher noch mit der komfortablen Situation. Wir haben so viele Beschäftigte wie noch nie in Deutschland. Die Demografie, der Eintritt der Babyboomer in die Rente steht uns erst noch bevor. Und dann müssen wir tatsächlich über viele, viele Themen diskutieren und Renteneintritt, Übergang in, ja, ist es dann eine Rente oder in einen aktiven Ruhestand? Also ich glaube, flexibler Rente. Was wären denn so Ideen? Also wie kann denn ein produzierender Betrieb oder wie kann eine Bank sich fit machen, ältere Kollegen vielleicht länger zu beschäftigen?
Ja, also es hat mit politischen Rahmenbedingungen natürlich auch zu tun. Gibt es ein fixes Renteneintrittsalter oder gibt es da Möglichkeiten für einen flexiblen Übergang, also mit reduzierten Arbeitszeiten zu attraktiven Bedingungen, dass auch viel Netto vom Brutto übrig bleibt, auch nach dem Renteneintritt? Ich glaube, die Arbeitgeber sind da sehr offen und die wissen um den Erfahrungsschatz ihrer älteren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und möchten auch an vieler Stelle die Personen, die Menschen dann auch länger im Betrieb halten. Das ist nicht nur Selbstzweck, sondern sie wissen auch, das sind Fachkräfte, die wir gut produktiv einsetzen können. Die haben schon nachgewiesen, ihr Wissen, ihr Erfahrungsschatz und ihre Talente. Und darum ist das tatsächlich auch ein Weg, den wir gehen müssen. Aber das eine eben tun, ohne das andere zu lassen. Aber Sie glauben nicht, dass man daraus politische Initiativen oder betriebliche Initiativen ableiten kann, die darauf abzielen, eben Ältere auch in Arbeit zu halten? Ja, grundsätzlich muss man auch darauf hinweisen, es geht auch nicht in allen Berufen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch, was Politik umtreibt. Wir denken jetzt über Dienstleistungstätigkeiten, über Wissensarbeiterinnen und Arbeiter. Wenn wir an die denken, ist natürlich auch klar, dass das auch nach einem bestimmten Alter das durchaus möglich ist, noch weiterzuarbeiten. Aber bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten ist das vielleicht nicht so möglich. Ich meine, die Herausforderungen stellten sich auch in der Vergangenheit, wo dann eben andere Karrierewege auch in diesen Berufen vorgezeichnet waren, mit damals viel mit Umschulung, mit Weiterbildung. Und das wird uns auch in Zukunft begleiten. Die Bedeutung von Weiterbildung wird deutlich steigen, das kann man schon prognostizieren, weil eine berufliche Erstausbildung wird in Zukunft vermutlich nicht mehr durch ein gesamtes Leben, Erwerbsleben tragen. Das noch in viel stärkerem Maße, als das in der Vergangenheit der Fall war. Frau Hausmann hat vorhin zugestimmt und hat gesagt, ja, also auch ältere Mitarbeiter sind wichtig und ist Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung, also Investitionen ja auch in Mitarbeiter, die schon ein bisschen älter sind. Ist das ein Thema auch für die Banken? Absolut. Zum einen, weil sich das Umfeld natürlich massiv verändert. Das heißt, es ist zwingend notwendig, sich weiterzubilden, um einfach auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Und wenn ich zustimme und sage, auch die älteren Talente sind für uns wichtig und es ist wichtig, dass sie nicht nur kommen, weil sie müssen, sondern dass sie kommen, weil sie wollen und weil sie wirklich Spaß und Freude an dem haben, was sie tun, dann ist es nur recht und billig, da auch zu investieren und bis zum Schluss sozusagen dafür zu sorgen, dass die Menschen das gute Arbeitszeug haben, was sie brauchen. Na klar, selbstverständlich. Ja. Wie ist das in anderen Branchen? Also wird das auch so wahrgenommen, dass man die Älteren noch braucht und auch noch brauchen wird? Ja, auf jeden Fall. Ich würde es gerne noch ein bisschen breiter ziehen. Also ich finde im Moment die Debatte, wir debattieren ja häufig, wie können wir weniger und kürzer arbeiten? Und das, glaube ich, ist im Moment eigentlich der völlig falsche Weg. Also Fachkräftemangel und dann zu sagen, immer weniger, kürzer, ist eigentlich kontraproduktiv. Und da ist die Politik gefragt, mit Anreizen oder Barrieren abzubauen, dass die Leute länger und auch mehr arbeiten können. Da sind natürlich auch die Unternehmen gefragt, denn Fachkräftesicherung heißt zum einen Fachkräfte gewinnen, aber auch binden und möglichst lange zu halten. Das fängt ja dann bei Themen wie betrieblicher Gesundheitsförderung und so weiter an und geht dann eben auch dahin, das Erfahrungswissen älterer zu sichern und eben, wie gesagt, möglichst lange im Betrieb zu halten. Also Rente mit 63 höre ich so ein bisschen, da sind Sie skeptisch. Das ist kontraproduktiv, was die Fachkräftesicherung angeht, völlig. Und wir müssen ja auch noch bedenken, wir müssen ja auch unsere sozialen Sicherungssysteme irgendwie finanzieren. Das gelingt auch nicht, wenn wir immer weniger arbeiten und dadurch ja dann auch weniger einzahlen und umgekehrt sogar früher Leistungen beziehen. Nun haben wir es mit der Glaskugel so ein bisschen schwierig, aber glauben Sie, dass die Rente mit 63 überlebt, wenn sich die Situation so weiterentwickelt? Ich glaube, sie hat sich schon überlebt. Ich glaube, viele bereuen die Entscheidung. Wir haben sogar Frau Nahles, ne? Das fand ich interessant. Ja, jetzt in anderer Rolle bei der Bundesagentur für Arbeit beurteilt sie die Situation natürlich anders als Parteisoldatin, würde ich fast sagen. Da haben sich natürlich, da beurteilt man einfach die Situation anders. Rente mit 63, ich meine, politisch Wählerinnen und Wähler, unsere Gesellschaft altert und Wählerinnen und Wähler altern eben auch. Also ist es natürlich auch so, dass man sich daran auch orientiert. Und das war sicherlich ein Geschenk, was man aber im Nachhinein auch in einer Situation gemacht hat, die eben auch unter anderen wirtschaftlichen
Voraussetzungen stand. Das muss man auch konstatieren. Wir sind jetzt in einem Umfeld von Krisen. Das ist anders. Und die Demografie steht nun, das Damoklesschwert der Demografie schwebt über uns. Es zeichnet sich nun immer mehr ab. Das kommt so wirklich, wie das schon lange prognostiziert wurde. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja alles überhaupt keine sehr überraschende Entwicklung. Sie sind selbst in der Politik, Beratung auch unterwegs. Glauben Sie, dass es da Bewegung gibt, also auch nochmal über Renteneintrittsalter zu debattieren? Oder glauben Sie, dass man das Thema lieber so laufen lässt, um am Ende, dass es irgendwie sich zurechtläuft? Es ist natürlich ein Thema, was man ungern anpackt. Tut schon weh, wenn man nur in die Nähe kommt und wird immer heißer, je näher man kommt. Man denkt natürlich in der Politik in Legislaturperioden von einer Wahl. Also die nächste Wahl steht immer unmittelbar bevor und die Demografie ist träge. Das sind langfristige Prozesse und auch wenn schon lange vorausberechnet wurde, es wird so. Wir werden schrumpfen vermutlich und wir werden vor allem altern. Und die Alterungsprozesse sind eben auch die Prozesse, die dann die sozialen Sicherungssysteme in einem Umlageverfahren unter Druck setzen. Aber irgendwann wird das Thema tatsächlich so brennend, dass da auch dann unpopuläre Entscheidungen getroffen werden müssen. Vielleicht ist es dann auch wieder so wie bei der Agenda 2010, bei den Hartz-Reformen, dass dann auch eine Regierung beendet, weil es eben sehr unpopuläre Entscheidungen sind, die dann getroffen werden müssen. Ja, spannend, weil das glaube ich ja, das kann man glaube ich ausrechnen, was da passiert. Stichwort Zuwanderung an der Stelle. Das ist ja eine riesige Herausforderung auch für den ganzen Bereich Ausbildung und Weiterbildung. Ist das eine Lösung für Arbeitskräfteprobleme, die die Wirtschaft hat, also in der ganzen Breite hat? Zuwanderung, genau. Auf jeden Fall ist es ein Teil der Lösung, auch nicht die alleinige Lösung. Also wir müssen sowohl die inländischen Potenziale, wie es immer so schön heißt, in den Blick nehmen, als auch mehr qualifizierte Zuwanderung. Da tun wir uns ja schwer, weil zum Glück sind zwar die Gesetze ja auch kürzlich wieder verbessert worden, die Rahmenbedingungen für qualifizierte Zuwanderung besser geworden, aber Gesetz löst das Problem alleine nicht. Wir brauchen vielmehr auch die Prozesse, die dahinter stehen. Fängt an, Visavergabe in den deutschen Botschaften im Ausland. Manche warten monatelang auf einen Termin. Das ist ja nicht unbedingt ein Signal, wir wollen euch, wir brauchen euch. Die ganzen Prozesse, die dann sich anschließen, das dauert alles viel zu lange, ist viel zu kompliziert. Also daran müssen wir arbeiten und generell eine Willkommenskultur hier in der Gesellschaft haben, die eben signalisiert, komm zu uns. Weil Deutschland ist ja für qualifizierte Zuwanderer jetzt nicht das Top-Ziel. Und wäre schön, wenn sich das ein Stück weit verändern würde. Und das brauchen wir auch. Aber das Thema Integration ist ein riesiges Thema, was quasi obendrauf kommt. Also was dann dazu kommt, dass das eben auch gesellschaftlich gelingen kann. Genau, also Integration auch von den Zugewanderten, die schon da sind, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Da sehen wir ja auch zum Beispiel im Bildungsbereich durchaus Potenziale, sprich die Vermittlung von Schulabschlüssen und so weiter. Das ist, glaube ich, ein großes Thema, große Aufgabe. Da muss auch mehr getan werden. Das ist ja auch das Thema bei der Fachkräftesicherung. Wir haben viele Räder, die bewegt werden müssen. Es kann nicht nur eins sein, viele Baustellen, die wirklich angegangen werden müssen und das sehr, sehr schnell, wenn ich zum Thema Demografie einfach mal eine oder zwei Zahlen nennen darf. Die Babyboomer, die ja jetzt in Rente gehen, die großen Jahrgänge, 1,4 Millionen, die nachrücken, also sprich die 2000er Geborenen, die sind nur halb so groß. Also ich finde, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann sind so Themen, also wie wir sie heute haben, wir finden den Handwerker nicht, das Restaurant schließt früher, die werden sich also massiv verschärfen, wenn wir nicht dagegen agieren. Integration, Zuwanderung, wie wird das aus Sicht der Politik beurteilt oder gesehen? Hat man das Problembewusstsein? Das ist ja auch ein Riesenreizthema, was geeignet ist, ja ganze große Wahlentscheidungen und auch große Veränderungen in der Wählerschaft zu bringen. Ist da Bereitschaft, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Ja, grundsätzlich ist da schon Bereitschaft, einfach weil auch inzwischen die Notwendigkeit erkannt wird, auf dem Gebiet zu handeln. In den letzten Jahren hatten wir sehr viel EU-Binnenmigration, die nach Deutschland gekommen ist. Viele Zuwanderinnen und Zuwanderer aus EU-Staaten, die stehen aber vor ähnlichen demografischen Herausforderungen. Das heißt, in Zukunft wird
Zuwanderung, wenn das Teil der Lösung sein soll, muss sie verstärkt aus dem Nicht-EU-Ausland kommen. Und da spreche ich nicht über Großbritannien, sondern auch über fernere Länder. Die Schweiz. Genau. Auch nicht Norwegen, sondern noch weiter weg. Und tatsächlich haben wir da natürlich mit der Sprache zum Beispiel einen großen Standardnachteil. Wenn das gut qualifizierte Fachkräfte sind, die da gibt es englischsprachige Länder zum Beispiel, die auch eine lange Zuwanderungsgeschichte haben und da sozusagen auch sprachlich dann vor Deutschland positioniert sind. Es sprechen eben nicht viele Menschen auf der Welt Deutsch. Und wenn ich dann dran denke, was wir für bürokratische Hürden da zusätzlich aufbauen, dann stehen wir da mit dem Fuß dann nochmal auf der Bremse. Und wenn wir dann sozusagen mit beiden Füßen auf der Bremse stehen, auf dem Gebiet der qualifizierten Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, tut uns das einfach nicht gut. Und Reformen sind da auf dem Weg. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wurde gerade reformiert. Da wurden tatsächlich an richtigen Stellschrauben wird da gedreht. Es ist aber eine graduelle Weiterentwicklung eines bestehenden Gesetzes. Und die Befürchtung ist, die Botschaft kommt dann gar nicht an, was wir jetzt eigentlich verändert haben, sondern es bleibt irgendwie immer noch komplex, es bleibt immer noch ein Paragraphendschungel. Und darum haben wir tatsächlich auch einen Vorschlag gemacht und plädieren dafür, dass das ganze System so ein bisschen tabula rasa-mäßig sehr stark zu vereinfachen. Aber ist das politisch umsetzbar? Denn das ist ja ein Riesenkonfliktfeld. Also man denke an die Debatten, die gerade in Ostdeutschland geführt werden, die AfD ja sehr stark auch führt, die ja sehr kritisch mit diesem Migrationsthema umgeht. Ist das politisch darstellbar oder wie beurteilen Sie das? Ja, es ist tatsächlich sozusagen ein schwieriges Feld. Es ist aber, glaube ich, kein Minenfeld. Ich meine, man muss darauf achten, auch die einheimische Bevölkerung nicht zu überfordern, sondern mitzunehmen in diesem Prozess. Das ist wichtig. Also das Signal von Kontrolle und von Steuerung ist wichtig, auch um einfach das Signal eben zu geben, Einwanderung vollzieht sich und eben auch insgesamt eine Willkommenskultur und Integration auch dadurch zu befeuern, dass die einheimischen Menschen Migration positiv gegenüberstehen. Und da muss man eben auch tatsächlich darauf achten, aus meiner Sicht, dass man eben die negativen Wirkungen, die mit Migration durchaus auch verbunden sein können, möglichst geschickt eben durch Regelungen unterbindet. Ja. Wir schlagen vor, tatsächlich Migration nur an ein Arbeitsplatzangebot, aber in einem tarifgebundenen Unternehmen zu koppeln, um eben Mindeststandards auf diese Weise vorzugeben, dass aus unserer Sicht Tarifbindung die notwendigen Mindeststandards setzt, um eben mögliche Nebenwirkungen, Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt, gerade im Niedriglohnsektor und dann sozusagen Unterbietungswettbewerb von Löhnen dann eben dazu verhindern. Ja. Migration ist ein Aspekt, wenn es um die Frage geht, wie stellen wir uns in Zukunft in der Arbeitswelt auf. Die ganz große Diskussion, die wir im Moment führen oder die so, wie soll man sagen, sie schwappt so herum und ich habe so den Eindruck, keiner weiß so richtig, in welche Richtung das geht. Das ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz. Also das ist der große Veränderungsfaktor, über den jetzt alle reden. Vielleicht mal aus Blick einer Bank. Kann man mit KI Prozesse so aufstellen, dass man für andere Prozesse Arbeitskräfte bekommen kann? Also kann KI helfen, Fachkräftemangel zu beheben? Also ich glaube, dass künstliche Intelligenz an vielen Stellen das Leben erleichtern und vereinfachen wird. Ich glaube aber auch, dass es Grenzen gibt und dass es vor allen Dingen Spielregeln und Rahmenbedingungen gibt, die man zwingend einhalten muss. Eins unserer größten Güter ist das Thema Daten, also Informationen von Kunden rund um Finanzen und ganz, 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 ganz viel mehr. Da gilt der unbedingte Schutz. Das ist für uns ein in Stein gemeißeltes Gesetz. Das heißt, der Datenschutz begrenzt durchaus das Thema künstliche Intelligenz, wird in Zukunft unbedingt zu beachten sein. Es gibt aber auf der anderen Seite Dinge, die uns auch intern das Leben durchaus leichter machen können. Wenn ich nur mal so drüber nachdenke, wie reguliert und wie groß beschrieben unser Arbeitsumfeld ist, was wir für ein Anweisungswesen haben, was wir für ein Regelungswesen haben. Künstliche Intelligenz kann mir durchaus helfen, mich in diesem Dschungel zurechtzufinden. Das kann mir das Leben leichter machen und das macht dann wieder das Gefühl der Arbeit leichter, wenn ich mich nicht durch Schränke voller Papier sowieso nicht mehr, aber durch ein Minenfeld an Informationen und Publikationen wühlen muss. Künstliche Intelligenz muss ich aber ja auch unterscheiden zwischen ist wirklich intelligent oder arbeitet nur in komplexen Wenn-Dann-Beziehungen.
wenn 80% der Fragen am Telefon, die uns begegnen, sind, wann habt ihr denn geöffnet? Dann kann man da durchaus Fantasie entwickeln, dass an dieser Stelle vielleicht Hilfe möglich ist. So. Und wir werden uns in dieser Art und Weise da rantasten. Wir werden aber immer auf die Daten unserer Kunden aufpassen. Und wir werden auch immer auf unser größtes Gut aufpassen. Das heißt nämlich, den Menschen als Menschen begreifen und als Mensch auch beraten. Und das bedingt aus meiner Sicht automatisch, dass die Hilfe eher in Prozessen, die sich mit Daten beschäftigen, mit Informationen beschäftigen, in Anspruch genommen werden wird. Da arbeiten wir auch dran. Und dann wird vermutlich die Konzentration der Menschen, die bei uns menschlich arbeiten, sozusagen auf die wirklich menschlichen Themen sich fokussieren können. Also ja, es kann helfen, ganz bestimmt. Aber da ist noch ein bisschen Weg zu gehen. Aber ich höre so ein bisschen, dass Sie durchaus schon überlegen, wo gibt es Möglichkeiten für uns, KI einzusetzen. Genau, um uns zu helfen, um uns zu unterstützen, um uns an dieser Stelle sicher und sauber aufzustellen, an den Stellen, an denen wir Mensch nicht mehr unbedingt brauchen, weil die Menschen, die bei uns arbeiten, die brauchen wir händeringend an anderer Stelle. Und die Aufgaben, die wir da haben, das wollte ich vorhin auch noch mal kurz einmal ergänzend dazu sagen, der Arbeitsplatz, der vielleicht vor 30 Jahren normal war, den gibt es heute nicht mehr. Und das wird in Zukunft noch in viel kürzeren Zyklen sich entwickeln. Das heißt, die Welt, die ich damals, als ich die Ausbildung gemacht habe, kennengelernt habe, die gibt es gar nicht mehr. Ich mache heute kaum noch was von dem, was ich früher gemacht habe. Und das wird den Kollegen insgesamt auch so gehen. Und dazwischen wird mit Sicherheit auch künstliche Intelligenz irgendwo eine sehr sinnvolle Spielwiese finden, damit wir uns konzentrieren können auf das, was uns wirklich gut macht und was uns ausmacht. Ist das in den produzierenden Betrieben? Denkt man über solche Dinge nach? Also was kann man KI überlassen? Wie kann man das einsetzen? Ich meine, im produzierenden Bereich ist ja auch Automatisierung schon sehr weit fortgeschritten. Ich finde die spannende Dimension an der Diskussion ist zum einen, dass wir vor ein paar Jahren auch in den Medien noch sehr stark diskutiert haben, oh Gott, KI, Digitalisierung, also vor allem Digitalisierung, das nimmt uns die Jobs weg, wir laufen wieder in eine Arbeitslosigkeit rein. Und mittlerweile ist ja durchaus erkannt, genau was Frau Hausmann sagt, das ist die Chance, dem Fachkräftemangel Herr zu werden, dass wir eben bestimmte Tätigkeiten an eine KI oder was auch immer auslagern können. Und der andere spannende Aspekt bei der Diskussion, ich erinnere mich noch an einen, das wurde immer auch in Präsentationen zur Digitalisierung verwendet, oft so zwei Spiegel-Titelbilder. Das erste war so aus den 80ern, da wurde der Blaumann vom Roboter weggezogen. Beim nächsten, wie gesagt, da sind wir auch schon drüber hinweg, wurde der Schreibtischmensch vom Roboterarm weggezogen. Und das ist ja auch ein gewisser Wandel. Genau Automatisierung, dachte man immer, ist so der Bereich für die KI oder für die Digitalisierung. Jetzt sehen wir auch durch die Anwendung, die KI ja mittlerweile quasi in die Hosentasche rutschen lässt. Es geht auch für kreative Bereiche, wo wir ja immer, in die Bereiche rein, wo wir immer dachten, das kann eigentlich nur der Mensch. Also das finde ich sehr spannend und zeigt aber auch, dass es eine Chance ist. Und wichtig finde ich, das hatten Sie auch, Frau Hausmann, gerade angesprochen, wir müssen es halt gestalten, gewisse Grenzen setzen, das Thema auch verstehen. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Man sagt ja, glaube ich, dass KI vor allen Dingen im Bereich Verwaltung ein Riesenthema ist. Da sind wir, glaube ich, in Sachen Digitalisierung, haben wir noch Luft nach oben oder wie beurteilen Sie das aus der Nachbarschaft sozusagen? Ja, als wir sagen immer Power-User, weil die Unternehmen ja große Kundschaft der öffentlichen Verwaltung sind, da ist viel, viel Spielraum. Also auch da könnten dann Menschen, die sich jetzt vielleicht mit sehr repetitiven Aufgaben beschäftigen, durchaus dann andere Aufgaben übernehmen, die wichtig sind. Also da und auch die Prozesse einfach beschleunigen. Ich meine, Deutschland ist jetzt nicht unbedingt mit Verwaltungsprozessen gesegnet, die sehr schnell gehen, uns voranbringen. Und da bietet das E-Government durchaus viele, viele Chancen. Da müssen wir auch schneller werden und schnell sein. Ja, da werden wir, glaube ich, noch viel Spaß haben, also bei der Beobachtung, was da passiert. Herr René, ist das der große Gamechanger, KI? Vermutlich. Also ob es ein Gamechanger ist, weiß ich nicht, weil ich bin empirischer Arbeitsmarktforscher. Bislang ist die Nutzung wirklich erst am Anfang. Wir können über vieles spekulieren, aber ich glaube, was sicher ist, dass das künstliche Intelligenz uns in der Arbeitswelt in fast allen Berufen künftig begegnen wird und die Arbeitswelt tief durchdringen wird. Sie wird viele Berufe verändern, das Tätigkeitsspektrum vieler Berufe, das war in der Vergangenheit aber auch immer so. Was noch ein wenig
unklar ist, wie das Potenzial ist, tatsächlich Tätigkeiten komplett zu ersetzen oder ganze Berufe zu ersetzen. Das ist eine große spannende Frage. Und die damit verbundene Frage ist, inwieweit sozusagen Produktivitätssteigerung. Ich glaube, das ist der Punkt, wo KI zum Gamechanger werden kann, wenn jetzt sozusagen wirklich Produktivität im massiven Umfang steigen wird. Ist das eine spannende Frage? Und die zweite spannende Frage, die damit verbunden ist, was passiert dann eigentlich mit Löhnen für menschliche Arbeit, wenn künstliche Intelligenz künftig die Produktivität tatsächlich erzielt? Sehen wir dann eine Entkopplung von Produktivitätswachstum, Lohnwachstum? Das sind sozusagen gesamtwirtschaftlich, volkswirtschaftlich gesehen spannende Fragen. Spannendes neues Thema. Machen wir bei der nächsten Sendung, würde ich sagen, oder bei einer der nächsten Sendungen. Ich habe zum Abschluss noch mal eine ganz einfache Frage an Sie drei. Und zwar, wenn KI dafür sorgt, dass wir uns bequem zurücklehnen können oder dass wir vielleicht überflüssig werden, was wäre so Ihre Vision von Zukunft, von Arbeit, wenn Sie sagen würde, was kommt nach der Arbeit? Was würden Sie gerne tun nach der Arbeit, wenn KI Sie entlastet hat? Wenn KI mich ersetzt hat? Ich bin ein sehr fantasiebegabter Mensch, aber da hört es bei mir auf. Also das wird nicht funktionieren. Sie wollen noch ein bisschen arbeiten. Ich will noch ein bisschen arbeiten. Wunderbar. Ich habe leider nicht mehr. Herr Rinne, was wäre so Ihre Vorstellung? Ja, ich würde mir wahrscheinlich genau um dieselben Fragen Gedanken machen, über die ich mir heute Gedanken mache. Wie sieht dann die Zukunft aus? Also auch in Zukunft würde ich mich gerne über die Zukunft. Aber dann vielleicht aus dem Lehnstuhl oder. Vielleicht an einem anderen Ort mit mehr Flexibilität. Ich glaub, auf Mallorca oder wo immer man dann New Work machen kann. Vielleicht. Mit dem Autopiloten hingeflogen ist. Genau. Frau Nackmeier, was wäre Ihre Vision von einer schönen Zukunft? Dass sich Arbeit wandelt und weiterhin da ist und dass ich auch weiterhin arbeiten kann. Also ich höre, ich dringe hier nicht so richtig durch, habe ich das Gefühl, mit New Work. Und noch hat keiner eine Vision davon, wie er sich zur Ruhe setzen kann und trotzdem vielleicht die KI für sich arbeiten lassen kann. Das war so ein bisschen mein Gedanke. Also sie lassen arbeiten. Was machen Sie denn dann? Nur noch Geld. Ich vermute, ich lande bei der gleichen Antwort. Also ich würde auch sagen, ich schreibe gerne, ich rede gerne mit Menschen und ich würde vermutlich auch irgendwie weitermachen. Und die Gefahr wäre groß, ja. Ja, aber schauen wir mal. Ich bin mal sehr gespannt, denn gerade kreative Berufe sind natürlich auch betroffen und wir arbeiten und denken natürlich auch über solche Dinge nach und wie das Ganze weitergehen kann. Und gerade Medien, Texterstellung über KI ist ein Riesenthema und ein schönes Thema und auch eins, wo wir hoffen, dass wir Entlastung kriegen, um wichtige Dinge zu tun. Ne? Ich glaube, es ist heute wichtig, absolut wichtig, gerade mit solchen Fragen, die ja durchaus auch verunsichern können, für sich selbst im Unternehmen so stabil zu sein, dass man genau dieses, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, man wird uns immer brauchen, wir werden immer wichtig sein, wir werden immer einen Purpose haben, das ist das, was wir vertreten müssen. Und das, also ich für mich muss das wirklich aus tiefster Seele glauben, sonst habe ich mit mir selber schon Streit. Insofern, schöne neue Welt, aber nicht ohne uns. Ich bin sehr dafür. Ein schönes Schlusswort, herzlichen Dank. Herzlichen Dank meinen Gästen hier auf dem Podium. Das war eine sehr spannende, eine sehr lebhafte Diskussion um ein Thema, wo man merkt, dass da steckt wirklich Leben drin, weil uns das wirklich alle stark betrifft. Wie werden wir künftig arbeiten? Ich hoffe, wir entlassen Sie alle heute hier mit vielen offenen Fragen und mit einer Menge Anregungen, in welche Richtung man weiter nachdenken kann und was den Arbeitsalltag dann der Zukunft auch bestimmen wird. Der 59. Wirtschaftstalk am 15. November wird sich mit der Zukunft von Dörfern und Städten beschäftigen. Also auch ein sehr spannendes Thema, wo natürlich Arbeit auch wieder eine Rolle spielt. Denn die Dörfer laufen eher leer, weil da keine Arbeit ist. Aber vielleicht gibt es da auch Visionen, die mit KI und mit wer weiß was zu tun haben. Ein sehr, sehr spannendes, sehr wichtiges Thema. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und wenn Sie sich das anschauen und diese spannende Diskussion dann führen. Ihnen allen herzlichen Dank und ein Auf Wiedersehen und kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.